So, herzlich willkommen bei How to Survive 2. Heute geht es darum, ich möchte euch so ein paar Tipps und vielleicht auch ein paar Tricks mit auf den Weg geben. Eigentlich sind es mehr oder weniger Tipps, ne? Also am Anfang von How to Survive ist das ja eigentlich so, es ist alles ein bisschen schwierig, man hat so gut wie nichts, man muss erstmal farmen, 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 farmen und nochmals farmen. Und das für mich Schwierigste war eigentlich, ja, ich hatte immer ein Problem mit Nahrung. Nahrung und Trinken. So, fangen wir einfach an mit Trinken. Trinken ist eigentlich total einfach, wenn man so will. Da muss man natürlich wissen, ne? Das ist immer das Schwierigste. Vorab, also in How to Survive 2, es gibt keine Brunnen, die man irgendwie aufsuchen müsste oder könnte. Und demnach braucht man auch keine Wasserflaschen da auffüllen. Die Suche kann man sich sparen, weil in How to Survive 2 gibt es anscheinend gar keine Brunnen. Nö. Also ich habe zumindest noch keine gefunden und ich habe da eigentlich alles durchspielt, was man so durchspielen kann. Und eigentlich ist es auch uninteressant. Muss man sich ganz klar. Also, wer Wasser braucht, Wasser ist total einfach zu bekommen. Man geht einfach in diesen Bunker. Dann finden wir hier grundsätzlich Wasser. Wir finden immer Wasser. Also, viel wichtiger ist, Wasser steht normalerweise auf diesem Tisch. Also hier. Oder aber, das Wasser steht hier unten, da, wo jetzt auch Wasser steht. Das heben wir jetzt auf. Und das Wundervolle daran ist, oder hier. Hier steht auch normalerweise Wasser. Also meistens hier in der Ecke. Hier auf dem Tisch. Da sind wir unterschiedlich. Wenn man jetzt die Wasserflasche aufgehoben hat und man braucht unbedingt viel Wasser, dann sollte man einfach hingehen, hier den Kovac ansprechen. Der sieht natürlich jetzt bei mir anders aus, als wenn man jetzt Level 1 bis, was weiß ich, 30, 40, 45, 50, ne? Ganz klar. Er sieht jetzt bei mir so aus, nicht wundern, also, aber letzten Endes ist alles eins und dasselbe. So, ich bin jetzt auch hier auf dem Level 1er Server. Das hat auch einen Grund. Da komme ich gleich zu. Gehen wir jetzt davon aus, wir haben diese Wasserflasche genommen. Das ist natürlich jetzt toll, wir haben eine Wasserflasche, aber die hält natürlich nicht lange. Und je nachdem, wie viele Leute wir jetzt auf dem Server haben, also wenn wir zu viel spielen würden und wir würden jetzt neu anfangen, ist diese Wasserflasche eigentlich nichts, ne? So, also, wir brauchen jetzt Wasserflaschen. Eine haben wir genommen, wir brauchen mehr. So, dann klicken wir von mir aus auf eine Quest. Bla 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 bla. Kommt viel, 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 viel Rederei. Ja, eigentlich ist egal, wie wir dich starten. Theoretisch könntet ihr jetzt höher oder runter gehen, aber das ist uninteressant. Das ist wirklich uninteressant. Ihr startet einfach der ganze. Wartet natürlich wieder diese Pause ab. Es lädt. Ja, es ist einfach ein bisschen nervig, wenn es dann andauernd lädt. Aber das spielt keine Rolle. So, wir sind jetzt in dieser tollen Mission. Die Mission ist für uns aber total uninteressant. Wir gehen direkt wieder auf Abbrechen. Ihr könnt sie natürlich auch durchspielen. Gar kein Problem. Aber wenn ihr jetzt wirklich nur darauf aus seid, ihr braucht relativ schnell viele Wasserflaschen, könnt ihr sie auch wieder abbrechen. Dann lädt es natürlich wieder. Ist ein bisschen langweilig. Kann ich mir vorstellen. Aber nichtsdestotrotz, es lohnt sich. So, wie ihr seht, hier ist jetzt keine Wasserflasche. Hier steht jetzt auch keine Wasserflasche. Ah, wollen wir mal ein bisschen latschen, 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 latschen. Und guckt mal da. Wir haben also die Mission quasi abgebrochen. Und die Wasserflasche, die zweite, steht da. Das macht ihr halt, wenn ihr so wollt, so oft wie ihr braucht. Also, wie, ne? Je nachdem, wie groß eure Gruppe ist, etc. Oder aber ihr macht die Mission natürlich auch durch. Was natürlich auch Sinn macht, ne? Aber wenn es jetzt nur darum geht, erstmal überhaupt, damit ihr Wasser auch habt, ist das ja das Beste, was ihr machen könnt. So, und jetzt kommen wir nämlich zu der Masterfrage: Wieso laufe ich gerade auf einem Level 1er Server rum? So, das ist ganz einfach. Nahrung ist immer so eine Sache. Also wirklich, immer so eine Sache. Das ist relativ schwierig am Anfang. Wenn ihr jetzt sagen wir mal, ihr müsst ja nicht unbedingt, ich bin jetzt hier bei Level 51, ist ganz klar, aber theoretisch gesehen könnte man auch mit Level 20 zum Beispiel, 10, wie auch immer, auf Level 1er Server gehen, weil es einfach wesentlich einfacher ist. So, das nehmen wir jetzt mal mit, kann man immer gebrauchen, diese tollen Heilpflanzen. Jetzt ist natürlich doof, es ist dunkel. Das können wir jetzt gerade nicht verändern. Im Hellen würdet ihr wesentlich besser sehen. Würde ich zum Jagen auch wirklich, würde ich das empfehlen. Das ist ganz klar, weil wenn ihr mir seht, ja, ich meine, die Hasen, wir gehen nämlich auf Hasenjagd. Hasen finden wir auf dieser Map jetzt hier relativ häufig.
Ihr müsst auch immer auf das Gequieke da achten. Dieses. Das bedeutet, irgendwo ist ein Hase. Jetzt im Dunkeln ist das natürlich so eine Sache. Da ist ein Hase. Wir sind jetzt auch relativ schnell. Das Schöne daran ist, also ich überhole den Hase jetzt mittlerweile. Das werdet ihr am Anfang nicht tun. Und das Schöne daran ist, ein Schuss down. Weil auf dem Level 1er Server, auf der Map, ist alles abgeschwächt. Und jetzt seht ihr hier roher Hasenrücken. Das ist jetzt mal uninteressant, aber ihr müsst, glaube ich, Level 2 oder 3, also von der Küche, Level 2 oder 3 geschafft haben. Und dann könnt ihr die kochen. Das macht die hinterher massig. Ne? Also, ihr müsst da natürlich ein bisschen üben. Am Anfang ist das natürlich auch ein bisschen schwieriger, so einen Hase zu fangen, weil ihr seid jetzt nicht am Anfang direkt so schnell wie ich jetzt hier rumrennen. Das nur mal vorab. Aber theoretisch müsst ihr eigentlich immer so vorgehen. Ihr haltet am besten den Cursor, also da, wo euer Ziel quasi ist, immer vor euch. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Und wenn ihr dann Hase erblickt, dann müsst ihr einfach wirklich schnell zielen, schießen und der ist halt mit einem Schuss dann tot. Ne? Also funktioniert in der Regel gut. Also ungefähr so. Und dann habt ihr halt schon den zweiten Hasen. Ich meine, das ist jetzt eine relativ kurze Zeitspanne. Jetzt überlegt mal, ihr macht das mit, was weiß ich, drei, vier Leute. Ihr verteilt euch ein bisschen auf dem Level 1er Server. Da kann euch eigentlich nicht viel passieren. Ich meine, die Mobs, wenn ihr so wollt, die sind. Egal. Die sind. Die tun euch nicht weh. Also, selbst wenn ihr jetzt nicht irgendwie 1,50 seid, ist das uninteressant. Ihr macht die Hasen auf jeden Fall wesentlich schneller down und das bedeutet auch wesentlich schneller Futter. Ne? Und also wenn es jetzt wirklich nur darum geht, ihr braucht Nahrung, kein Problem. Also wenn ihr wirklich einen Channel euch sucht oder Server, wie auch immer ihr das nennen wollt. So, da guck mal, das waren jetzt drei Hasen auf einmal. Das heißt also, drei Hasen auf einmal bedeutet auch, ne, dreimal wundervolles Essen kochen. Und dann habt ihr das recht schnell drin, ne? Also dann habt ihr auch keine Probleme mehr. Dann habt ihr auch keine Probleme mehr, euch zu ernähren. Und damit ist einer mit der Hauptsorgen so gut wie verschwunden. Muss man einfach auch wissen, ne? Mein letzten Endes, wenn man, ja, also ich meine, am Anfang bin ich genauso rumgerannt, ne? Ich hatte anfangs immer Essenprobleme. Also beziehungsweise Nahrungs- und Trinkenprobleme. Es war manchmal echt nervig. Und ja, als ich dann irgendwann gemerkt habe, hör mal, wieso gehst du nicht einfach auf irgendeinen Server, der wesentlich niedriger ist, weil die ganzen Mobs dann ja auch niedriger sind. Ja. Und so kriegt ihr dann. Ich meine, ihr könnt alles so farmen, ne? Nur ich würde jetzt wirklich so Nahrungsmittel kriegt ihr so super. Könnt natürlich auch alles andere mitnehmen. Ist natürlich zu empfehlen. Vor allen Dingen am Anfang. Ist das sehr zu empfehlen. Ja, was kann ich ansonsten noch sagen? Ja, Crafting. Crafting etc. Ist auch immer so eine Sache. Meine Empfehlung ist, dafür gehen wir jetzt, ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus. Wir beenden das Ganze hier erstmal. Also gehen quasi erstmal aus dem Spiel. Und gehen dann jetzt quasi auf meinem eigentlichen Spielserver, ist sogar meiner, spiele ich da. Also, das hier ist mein Server, allerdings versteckt. Da kommt man nur drauf, wenn ich jemanden einlade. Ganz wichtig. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Übrigens schneit es hier gerade. Ich hoffe, es bleibt nicht liegen. Weil Autofahren und so im Schnee. Ja, kann ich nie gebrauchen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. So, jetzt dürfen wir erstmal wieder warten. Bis das wundervolle Spiel dann geladen ist. Ging ja heute mal wieder relativ zackig. Wir gehen mal wieder auf den Profil. Und jetzt ist ganz wichtig. Also ich habe jetzt quasi hier eine Base aufgebaut. Ich zeige euch das mal auf der Karte. Ja, schon ein bisschen weit her. Wo konnte man denn nochmal die Karte sehen? Ah, da. Ja, genau. So, wenn man so will, ich mache die. Wie verkleinert man das ganze Ding nochmal? Ja, das kriege ich gleich auch wieder raus. Da merkt man, ihr merkt immer sofort, wenn man ein Spiel schon etwas länger nicht mehr angestartet hat, ne? Dann hat man sofort die ganzen Tasten nicht mehr richtig drin. Ah, da. So. Also das ist ja die ganze Karte quasi.
Also im Großen und Ganzen, das ist die Oberfläche, wenn man so will. Und dann hat man ja hier den eigentlichen Bunker, wo auch Kovac drin steht. Und hier haben wir dann die Kanalisation zu Madison. Und wenn man dann halt schon von dem Level her weiter ist, kann man ja quasi eine Etage tiefer von dem eigentlichen Bunker gehen und dann wäre man hier. Das ist aber jetzt auch erstmal uninteressant. Viel wichtiger ist eigentlich, theoretisch startet ihr hier. So, bevor ihr überhaupt anfangt, irgendeine Basis zu bauen, müsst ihr quasi den Weg hier hinnehmen, hier runter, also in dem Bereich. Ich mache es jetzt mal groß, also hier hin. Und jetzt ist nämlich ganz wichtig, die Karte kommt mal, nee, beziehungsweise hier sind wir jetzt. Der Vorteil daran ist, ihr kommt hier raus, aber nichts kommt rein. Das ist ziemlich cool. Das heißt also, wenn ihr raus wollt, müsst ihr quasi den Zug entlang und dann hier hoch den Baum, der hier, also hier quasi unsichtbar dargestellt ist. Den könnt ihr durchlaufen, komischerweise, aber ist nur vom Vorteil. Aber ihr kommt nicht mehr rein. Also rein geht gar nicht. Ihr kommt von keiner Seite mehr oder weniger rein, nur von einer. Und die zeige ich euch jetzt. Also theoretisch müsstet ihr, den müsst ihr euch merken. Theoretisch müsstet ihr immer zu denen und dann kommt ja hinterher diese Hundehütte her. Und hinter der Hundehütte könnt ihr auf diesen Stein hier klettern. Also genau hier. Und dann könnt ihr nochmal klettern. Und dann lauft ihr und fallt quasi hier unten raus. Und ich habe mir sagen lassen, wenn man das ganz geschickt, also wirklich ganz geschickt alles aufbaut, passen hier alle Gebäude hin. Ich habe es jetzt nicht geschafft. Ein Gebäude fehlt mir im Grunde genommen. Ist jetzt aber auch gar nicht dramatisch. Weil es gibt immer noch also öffentliche Server, die ich vielleicht auch empfehlen könnte. Es sei denn, ihr wollt wirklich alles selbst aufbauen, kann ich natürlich empfehlen. Habt ihr mehr Spielspaß. Und seid dann quasi hier in der Base. Weil das Schöne daran ist, und jetzt kommt der wirklich große Vorteil. Solltet ihr zu diesem tollen Turm hier gehen, ja, bla bla bla, dann habt ihr so wie ihr wollt, könnt ihr jetzt diese ganzen tollen, ne, Angriffe ausüben. Und die geben euch ja auch nicht nur EP, sondern die erhöhen die Level, die ihr selbst gestalten könnt und natürlich auch vom den Server, den jeweiligen. Das können wir jetzt einfach mal ausführen. Nehmen wir mal von mir aus den letzten Angriff, bla 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 bla. So, jetzt seht ihr ja schon insgesamt EP, ne? Sind da 309.781. Das ist cool. Theoretisch gesehen, ich startet den ganzen Kram. Ich meine, dann könnt ihr natürlich nicht mehr auf euren Gebäude zugreifen. Aber jetzt läuft ja oben der Timer ab. Verbleibende Zeit. Ja, und dann startet er ja gleich. Also normalerweise kommen ja Wellen. Für 4 Minuten. Das heißt, ihr könntet, theoretisch könnt ihr jetzt für knapp 5 Minuten AFK gehen. Ich würde immer ein bisschen laufen, ist immer besser, aber ihr könnt jetzt, theoretisch könnt ihr jetzt wirklich Kaffee trinken gehen, was weiß ich, wenn ihr den zweiten Bildschirm habt, da irgendwas nebenbei machen. Und ihr kriegt danach die EP, weil hier kann nichts kaputt gehen. Es geht hier einfach nichts kaputt. Die ganzen Wellen bleiben draußen. Es kommt nichts rein. So. So könnt ihr natürlich super EP leveln. Theoretisch gesehen, wenn ihr jetzt anfangen würdet und ich könnte euch ganz schnell, wenn ich will, oder wenn ihr wollen würdet, kann ich nicht empfehlen, weil das macht echt den Spielspaß kaputt. Ich spiele wirklich selbst. Könntet ihr hier ganz locker leveln. Was ich euch aber mit auf den Weg geben kann, ist einfach, ihr habt ja nicht nur das normale Level, sondern ihr habt ja noch diese ganzen tollen Leveln hier. Und es bringt euch nichts. Ihr habt gerade gesehen, ich bin Level 51 auf dem 51er Server in der normalen Welt. Und ich brauche 2 Hits für einen Zombie mit Bogen. Jetzt muss man allerdings auch sehen, mein Bogenschießen ist auch schon auf Bogenschussexperte 10, also voll ausgebaut. Wenn ich das jetzt nicht drin hätte. Ja, geh mal davon aus, dass ihr dann wesentlich längere Hits braucht und dann die Missionen auch sehr schwer werden. Also übertreibt es nicht, macht es wirklich peu à peu. Kann ich nur empfehlen. Also bringt euch nichts, wenn ihr wirklich nur Level hochsteigt, aber der Rest nicht mitgeht. Würde ich auf gar keinen Fall machen. Spielt lieber so. Also ein bisschen saved, aber dann könnt ihr die Mission auch einigermaßen cool durchbringen. Ja, und letzten Endes, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, ne? Also ihr könntet theoretisch euch einen Server quasi aufbauen, auf den ihr dann spielt, öffentlich oder nicht öffentlich. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ihr könnt natürlich auch öffentlich spielen und
ja, das Lager quasi so einstellen, dass die Spieler, die einfach nur reinkommen, mehr oder weniger Gast sind, und dann können die eigentlich nichts einstellen. Wenn ihr jetzt auch noch in dem, also jetzt genau in dem Gebiet, eure Base aufbaut, kann eigentlich nichts passieren. Also eure Base kann eigentlich nicht kaputt gehen. Ja, das Wichtigste wäre jetzt eigentlich, wenn ihr dann craften wollt. Ja, also mir ist der Timer egal, ich brauche kein EP unbedingt. Wir gehen einfach mal raus. Wenn ihr jetzt craften wollt und das ist natürlich schwierig, immer die Rohstoffe adäquat reinzuholen, um auch eure ganzen, ich sag's mal, Gebäude auch aufzubauen. Ich meine, ich kann es euch nur mit auf den Weg geben, macht's, weil ihr habt dadurch einfach mehr Spaß. Aber wenn ihr ein bisschen schneller vorankommen wollt oder euch fehlt jetzt irgendwie ein Teil, ihr müsst immer von euren Server die Ressourcen quasi in euer Inventar packen. Das ist wichtig. Immer die Ressourcen im Inventar packen. Und ja, dann geht ihr einfach auf die Online-Server und dann werden euch ja, ja entweder alle angezeigt oder ihr habt von mir aus welche schon in euren Favoriten. Und dann klickt ihr zum Beispiel, nehmen wir mal hier den tollen Server. Geh drauf. Ja, dankeschön. So, wir betreten jetzt quasi einen Server, der mir nicht gehört, also irgendjemand anders. Das macht aber erstmal nichts. Wir gucken jetzt erstmal, wo wir sind. Und latschen jetzt erstmal. Ja, wir latschen jetzt erstmal zu dem Bunker. So, hier ist ein Eingang. Da gehen wir mal rein. So, und jetzt klicken wir da drauf und wählen quasi den Ausgang. So, und jetzt ist ja hier auch wieder die Hündehütte. Müssen wir nur kurz auf den Stein da drauf springen. Ein bisschen herlatschen, auf den anderen Stein drauf springen. Und jetzt quasi, jetzt sind wir. Genau dasselbe Spiel im Grunde genommen. Wir sind wieder hier unten. Ne, der hat es auch ziemlich cool gemacht, der Junge. Oder die Frau. Ich weiß nicht genau, wer der Spieler war. Ich habe denjenigen oder diejenigen noch nicht kennengelernt. Und ihr könnt jetzt im Grunde genommen. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ach, ich bin auf den Spießen. Ich wollte schon sagen, was ist denn hier los? Und jetzt kommt nämlich das Tolle. Ihr könnt dann da draufklicken. Hier bei dem zum Beispiel sind die Gebäude alle schön auf 51. Das heißt, ihr könnt jetzt alles, was in eurem Levelbereich ist, könnt ihr natürlich mitnehmen. Ich habe natürlich jetzt nichts mitgenommen. Wenn ich jetzt die ganzen Sachen im Inventar hätte, also von meinem Server mit rübergenommen hätte auf diesen Server, dann könnte ich das jetzt hier alles bauen. Das heißt also, selbst wenn eure Gebäude alle nicht fertig sind, wenn ihr einen Server findet, der genauso aufgebaut ist wie dieser hier zum Beispiel, dann könntet ihr hingehen und euch zum Beispiel die ganze Munition craften. Wenn ihr mal wirklich Munition oder so braucht oder habt eure Gebäude noch nicht abgegradet, ja, dann sammelt halt ganz viel, geht rüber und craftet hier ohne Ende Munition zum Beispiel. Ja, der wird wahrscheinlich jetzt hier auch nichts. Hier haben wir die Waffenkammer. Also ihr könntet theoretisch dann auch wirklich hier alle möglichen am Bogen. Also hier geht es wirklich dann, ne, bis zu Stufe 50. Den zum Beispiel habe ich noch gar nicht gebaut. Braucht die bis jetzt nicht. Könnte sein, dass der echt gut ist. Ich weiß gar nicht, ob der mir sogar fehlt. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall könnt ihr wirklich alle möglichen Waffen craften, die halt in den Levelbereichen sind, ne? Also hier 50, weil der Server ausgebaut ist. Wie gesagt, ihr müsst halt wirklich immer nur dafür sorgen, dass ihr halt auch wirklich diese Materialien dabei habt. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr das dann habt, könnt ihr dann, wie gesagt, die Sachen alle bauen und dann steht euch mehr oder weniger nichts mehr im Weg, ne? Also wenn man jetzt grob betrachtet, das sind eigentlich die wertvollsten Tipps, wenn man so will. Klar, hier und da gibt es immer mal irgendwas, wo man nicht genau Bescheid weiß. Es gibt zum Beispiel Questen, oh, mit denen habe ich mich echt schwer getan, wenn man dann auf einmal so einen Zeit-Timer kriegt und weiß gar nicht wohin. Jo, ich kann euch nur sagen, dann wird es echt übel. Dann wird es wirklich übel. Aber jetzt einfach mal nur um das Spiel, damit es ein bisschen einfacher für euch wird, vor allen Dingen am Start, sind das eigentlich die wichtigsten Bereiche. Wenn ihr die abgedeckt habt, ist das. Ja, dann habt ihr ein entspanntes Spiel, wenn man so will. Dann habt ihr wirklich ein ganz, ganz entspanntes Spiel. Um Nummer eins wegzusagen, am Anfang, ich bin auch mal ganz gerne mit einer Schusswaffe rumgelaufen. Ich werde das nur einmal kurz demonstrieren.
Wenn ihr Munition braucht, vor allen Dingen so am Anfang, also ich kann euch nur mit aufs Herz beziehungsweise nahelegen oder mit auf den Weg geben, schön hier zur Kovac wieder gehen und dann die Mission Panikraum. Panikraum anklicken und jetzt kommt nämlich da total geile Aluminiumplatten. Nee, doch, doch, das ist Panikraum. Ich bin mir da echt sicher. Also, wir können ja mal zusammen reingehen, aber ich meine, das wäre. Also, das sind ja natürlich hier Primärziele. Und Schraubenschlüssel. Statt eine Möglichkeit für den Gebäude. Ich meine, das wäre die auf jeden Fall. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Egal, wir starten jetzt einfach mal die Mission. Bringt ja jetzt nichts, wenn ich hier. Um den heißen Brei rede, wenn man so will. Und da könnt ihr dann Munition, also für eure, also die Ressourcen für eure Munition, ganz locker und spielend bekommen. Richtig geil. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie viel man da kriegt, aber ich meine, pro Run kriegt man 200, 300 Schuss, glaube ich. Und die geht echt schnell, die Mission. Also wenn es wenn das jetzt die Mission ist. Nee. Wenn das jetzt die Mission wäre. Oder ist sie das sogar? Dann. Okay. So, ich latsche mal kurz weiter. Nee, das ist nicht die Mission. Egal, wir gehen mal kurz raus. Nee, 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 nee. Da habe ich. Ich erzähle euch gerade Mist. Ja, gut, ist nicht so schlimm. Nicht so tragisch. Ich bin mir fast sicher, dass er nur Panikraum ist. Aber ich habe das Spiel jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr gestartet. Was ist das jetzt hier? Black Screen. Scheint so, Tatsache. Okay, wir. Hosting nicht möglich. Aha. Ja, aber ich will doch gar kein Host sein. Oder weil da einer rausgegangen ist gerade. Das könnte natürlich auch sein. Egal. Dann starten wir einfach normal. Wir gehen mal einfach auf den Server. Da kommt wenigstens keiner drauf. Da weiß ich wenigstens, alles ist safe. Und dann sollte es in der Regel keine Probleme geben. Ja, nochmal auf Profil 1. Und dann gehen wir nochmal kurz dahin. Ja, Platz noch eine Runde, komm. Hier, komm. So. Und dann latschen wir mal wieder. Latschen, 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 latschen. Latschen. Nochmal hier hin. Welche Mission war denn da dann? Ich hätte schwören können, da war Panikraum. Ich glaube, das war auch Panikraum. Nee. Die Erlösung war das auf gar keinen Fall. Das muss Panikraum gewesen sein. Die 33 passt da nicht auch, benötigt die Stufe 33. Also theoretisch, wenn ihr im 33er Raum schon seid, wegen Munition. Ja, immer schnell durch. Sprecht mit. Nee, das ist auf gar keinen Fall. Geheimnisvoll. Pulvergeruch? Oder war da Pulvergeruch? Ah, ja, guck mal hier. Also, jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir im wirklich richtigen Bereich der Quest. Also, die Quest war dann doch Pulvergeruch. Ihr geht natürlich immer hin, weil ihr wollt das ja schnell fahren. Ihr wollt da ja, also, klar, bei der ersten Mission könnt ihr von mir aus auch auf eure Stufe oder von mir aus auch höher machen. Das ist ganz euch überlassen. Aber wenn ihr halt wirklich nur durchfahren wollt, macht es ein bisschen niedriger.
Dann kriegt ihr relativ schnell Munition. Das ist nämlich eigentlich das wichtigste Primärziele. Und ihr habt die danach auch weiterhin. Und dann könnt ihr die auch richtig entspannt craften. Also ihr klickt dann da drauf auf diese wundervolle Quest. Das gebe ich jetzt einfach auch mal nochmal schnell mit. Weil die Quest geht wirklich relativ schnell. Latscht dann da durch. Müsst hoch. Das ist ganz wichtig, dass ihr hochgeht. So. Jo, 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 jo. Oh, kletter doch nicht mal da hoch, du Idiot. Okay, wir müssen die mal eben kurz platt machen. Geht nicht anders. So. Ja, natürlich die Pfeile wieder einsammeln, also, ne, wenn ihr ein bisschen sparsamer sein sollt. Eigentlich braucht man das nicht unbedingt. Das öffnen wir jetzt einfach, also knacken das. Gutes Stück. Und dann kommt ihr hier auf den Balkon. Das ist recht wichtig. So. Den könnt ihr von hier oben schon mal richtig schön platt machen. Na, also wenn da unten schon mal irgendwas rumkreucht und fleucht, einfach schon mal drauf schießen. Und im Großen und Ganzen könnt ihr hier wirklich. Oh, Hunde. Die habe ich schon immer gehasst. Die kleinen doofen Dinger. Die sind nur klein, die sieht man schlecht. Dann latscht ihr hier. So, und jetzt seht ihr ja schon. Das sind so die ganzen Sachen, die wir einsammeln müssen für die Mission. Ich glaube, um das auch sehen zu können auf der Karte. Ja, das sind auch meine Lieblingsviecher. Die mag ich richtig. Dafür braucht ihr diesen. Ja, ich komme gerade nicht auf den Namen. Drohne. Danke. Hat ein bisschen länger gedauert. Wenn es mal wieder länger dauert, kauft euch eine Drohne. Ja, um das zu sehen zu können, wie gesagt, braucht ihr halt die Drohne. Ja, die rennen gleich los. Sag ich doch. So. Einsammeln. Hochgehen. So, dann habt ihr jetzt schon den Großteil. Habt ihr jetzt quasi schon. Wo ist denn der? Oder ist das unten? Ja, kann unten sein. Ja, komm, kriegst du mal ein bisschen. Koste ein Pfeil. So, jetzt kommt ja jetzt gleich schon der Dicke wieder hoch. Auf den habe ich jetzt gar keinen Bock. So, da haben wir's. So, ihr müsst, wie gesagt, ihr müsst diese Teile hier auf jeden Fall kriegen. So, die sind immer in dem Bereich hier. Ganz selten, dass die im hinteren Teil sind. Meistens sitzt die wirklich hier vorne. Und wenn die hinten sind, dann habt ihr wirklich einen Pech-Run, wenn ihr so wollt. Weil eigentlich sind die immer hier. Ja, dann geht ihr hier hoch. So, da liegt jetzt wieder alles Mögliche auf dem Boden. Alles aufsehen. Das haben sie auch ein bisschen doof gemacht. Ne? Manchmal sieht man diese Teile wirklich schlecht. So, da haben wir einen Balkon. Und jetzt gehen wir ins nächste Gebäude. Ins Nachbargebäude, wenn man so will. Schön kaputt schießen, die Tür. Ja, die Zombies. Die denken auch mal, die sind voll cool und Killer. Und jetzt habt ihr ja quasi hier wieder den ganzen Kram, den ihr so aufsammeln könnt. Nehmt auch von mir alles andere mit. So, und ihr habt jetzt eigentlich alles. Ihr könnt jetzt raus. Jetzt könnt ihr raus. Dann geht ihr raus. Wie gesagt, die Teile habt ihr jetzt für euch. Ja, jetzt ist wieder ein Zombie in der Nähe. Deswegen können wir die Quest nicht verlassen. Aber hier, platzen wir eine Runde. Okay, der wollte nicht platzen. Gut, ich zeige euch einfach mal, wenn das jetzt hier vorne nicht sein sollte, das ist wie gesagt, dann habt ihr echt einen Pech-Run. Dann müsst ihr quasi hier. Also dann ist das hier hinten in den Gebäuden. Daneben. Treffer. Dann ist das halt in den Gebäuden hier. Aber nichtsdestotrotz, relativ easy. Ich renne natürlich jetzt durch und hole mir die ganzen Leute mal hier ran. Das solltet ihr nach Möglichkeit, wenn ihr wirklich einen Speedrun machen wollt, solltet ihr das vermeiden. Weil dann kommt ihr einfach schlecht raus. Und wenn ihr schlecht rauskommt, ja, was soll ich ja sagen, ne? Buh. Das dauert einfach dann viel zu lange. Und ihr wollt ja schnell die Munition für die Missionen, die für euch jetzt wirklich relevant sind. So, wir gehen jetzt hier auch raus. Ja, Quest bestätigen und ihr habt das alles. Ja, und da müsst ihr halt wirklich nur, ne, Richtung Gebäude gehen. Und schon könnt ihr eure Munition craften.
craften. Ist nicht die stärkste Munition, aber relativ easy und reicht locker für den Anfang. Also ich habe zum Beispiel die Schnellfeuerwaffe, die hier nur genommen, wenn mal wirklich richtig viel auf mich zukam und dann einfach mit dem Bogen zu stressig gewesen wäre, dann habe ich einfach durchgefeuert. Feuer, Feuer, Feuer. Und dadurch, dass man die Munition auch relativ easy kriegt, ja, war mir eigentlich recht, war uninteressant, wenn man so will. Ihr könntet natürlich noch hier die Quest machen. Da kriegt ihr bessere Munition. Allerdings würde ich euch da empfehlen, weil als ich nicht wusste, wie ich die Quest wirklich machen soll oder kann, hatte ich echt Probleme. Also ich habe immer verkackt, weil mir die Zeit abgelaufen ist. Ich habe einfach nicht gefunden. Aber ich habe euch ja schon gezeigt, wie ihr die Quest Süßes oder Saures richtig durchführt. Und dann ist auch diese Quest eigentlich kein Problem mehr. Sie dauert nur länger. Das muss man einfach so sagen. Es dauert hier natürlich länger. Aber es ist eure Entscheidung. Macht, wie ihr wollt. Hier kriegt ihr natürlich die etwas bessere Munition. Mehr Aufwand. Und ihr kriegt nur 250 Schuss. Das ist jetzt, ne, im Vergleich. Naja, wie gesagt, muss man selber wissen, welche Munition man da haben will. Gut. Also von mir war das jetzt erstmal soweit. Das Wichtigste habe ich euch jetzt echt gezeigt, wie man am Anfang, beziehungsweise was man am Anfang braucht, um klarzukommen. Ich hoffe, ich konnte euch derweil auch helfen in den Bereichen. Ja, und sollte mir noch was einfallen oder ihr habt eine Frage zu irgendeiner Quest, ich habe sie fast alle durchspielt und guck, dass ich euch da irgendwie weiterhelfen kann. Bis dahin, haut da rein.